lerne Feinwerk Mechaniker. Feinwerk Mechaniker. Fachrichtung Maschinenbau. Ich habe schon immer gerne geschraubt, sei es am Roller oder auch am Auto. Und da habe ich mich mal über den Beruf so ein bisschen informiert und es hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich habe damals, also wo ich noch ein bisschen jünger war, gerne mit Fahrrädern, also dann rumgeschraubt und sowas. So, das ist ein flächendeckender Beruf. Und zwar habe ich mit 14, 15 schon gerne an meiner Mofa rumgebastelt und ich wollte halt gerne mehr wissen. Und deswegen habe ich gedacht, ich gehe mal lieber in den technischen Bereich. Ja, und mir macht es halt Spaß. Ich habe tierisches Interesse an dem Drehen und Fräsen und halt das selbstständige Arbeiten. Dann habe ich ein Praktikum gemacht in dem Beruf und dann habe ich festgestellt, dass das für mich genau das Richtige ist. Ich habe mich für diesen Beruf entschieden, weil ich ganz gerne nach meiner Ausbildung darauf ein Studium aufbauen möchte. In dem Beruf lerne ich das Lesen von technischen Zeichnungen. Maschinen zusammenbauen, auseinanderbauen, die Fehler erkennen. Bohren, körnen, nachher auch Zeichnungen lesen. Die Instandhaltung von Maschinen. Demontieren, Montage hauptsächlich. Drehen, Fräsen ist in der Prüfung hinterher sehr wichtig. Man muss Probleme an Maschinen erkennen, wenn die kaputt sind, die Fehler erkennen. Das gehört alles mit dazu. Im ersten Lehrjahr hat man ja 2 Tage Berufsschule und dann zweites, drittes, viertes Lehrjahr hat man jeweils nur noch 1 Tag Berufsschule. Jeweils 8 Stunden. Ja gut, in der Schule wird reinweg theoretisch was gelernt. Und da lernt man halt die Grundkenntnisse, Aufbau, System von Stählen, also die Bezeichnungen. Ziemlich viel Mathematik. Politik hat man, teilweise auch noch Englisch. Mehr das Theoretische, sei es Wärmebehandlung. Also wir bekommen aber auch ab und zu Lehrgänge. Also wir haben Lehrgänge in Richtung CNC, Pneumatik. Dann hatten wir auch Drehen-Fräsen-Lehrgang. Steuerungstechniken oder Pneumatik, CNC-Fräsen. Also sollte schon ein bisschen Mathe-Grundkenntnisse haben. Technisches Interesse auf jeden Fall. Sollte nicht allzu große Schwierigkeiten in Mathematik und Physik haben. Kreativität ist ganz wichtig. Räumliches Denken ist sehr wichtig. Also für den Beruf sollte man Zeichnungen vielleicht sogar schon lesen können, das wäre nicht schlecht, beziehungsweise dieses technische Denken. Sollte auch Spaß daran haben, zu schrauben. Und man sollte Sachen gut zusammensetzen können. Flexibel muss man sein, viel Mathematik muss man können. Also man sollte räumliche Vorstellungen haben. Grundsätzlich ist es gar kein Problem, Praktikum zu absolvieren in einer Firma und es hilft auf jeden Fall weiter. Man kann gucken, ist das was für einen oder nicht und dementsprechend kann man in die Richtung gehen. Ja, und dann zum Beispiel ein Praktikum könnte man absolvieren, wenn man sich selber noch nicht ganz sicher ist, um vielleicht mal den Beruf kennenzulernen oder auch mal einfach neue Fähigkeiten zu entdecken.